Hey Leute, Weltreisen Fitness hier und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist der 15.02., kurz vorweg, gestern war der 14.02. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Valentinstag und konntet ein wenig was mit eurer Geliebten machen oder eben hattet einen schönen Tag alleine. Weil das halt der Tag der Liebe ist, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze ein bisschen persönlicher zu machen. Deswegen stelle ich mich euch einmal vernünftig vor. Ich bin der Flo. Der Flo Tyson. Deswegen wird mein Intro ab jetzt lauten: Hey Leute, hier ist der Flo von The Tyson Fitness. Oder so ähnlich. Überlege ich mir noch. Also ich bin der Flo. Hi Leute, wie geht's? Alles klar. Flo hier. Nein, ernstes Thema jetzt. Also es geht um Schmerzen in unserem Rücken. Unsere Rückenschmerzen. Und da muss man sagen, gibt es erstmal verschiedene Arten von. Es gibt Rückenschmerzen, die sind auch wirklich rückendominant. Das heißt, der Schmerz zieht nicht ins Bein, zieht nicht in die Füße, zieht nicht in die Arme, zieht nicht hoch, sondern der Schmerz ist wirklich dominant im unteren Rücken zu spüren. Ja, das kann punktuell sein, das kann sich flächig auswirken, ja, aber er ist rückendominant und streut nicht aus. Meistens ist es bei diesem Schmerz so, dass ihr, wenn ihr euch nach vorne lehnt, also nach vorne beugt, den Rücken dehnt, eine Schmerzlinderung habt oder euch nach hinten streckt, eine Schmerzlinderung habt, ja, also da könnt ihr durch Bewegung, durch irgendwelche Bewegungen, also ihr habt bestimmte Positionen, in die ihr euch dann tut, wo der Schmerz dann aufhört, wenn ihr legt oder wenn ihr liegt, hört der Schmerz meistens auf oder wird weniger. Das ist an sich ein guter Schmerz. Was heißt ein guter Schmerz? Es ist ein wenig nicht gut, sondern der am wenigsten problematische, sag ich mal, weil keine Nerven betroffen sind, die irgendwie abgeklemmt werden, das Rückenmark ist nicht beschädigt, sondern es sind wahrscheinlich muskuläre Disbalancen, die da irgendwie Grund für diese Schmerzen sind, und da kann ich auch gleich oder werde ich gleich auch drauf eingehen, wie man diese Schmerzen oder diese muskulären Disbalancen angeht, wie man die fixen kann, damit es eben nicht mehr wehtut. Zweite Art wäre zum Beispiel Rückenschmerz, der mehr beindominant ist, hüftdominant ist. Das heißt, der Schmerz ist zwar an sich im Rücken oder das Problem liegt im unteren Rücken, die Schmerzen strahlen aber aus. Das heißt, es zieht das Bein runter, die Hüfte zieht es runter. Das kann sich bis in die Füße, bis in die Zehen ziehen, dass ihr da wirklich Schmerzen habt, die vom Rücken komplett durchs Bein gehen, dass ihr euer Bein nicht richtig bewegen könnt, dass ihr Taubheitsgefühle habt. Und das sind eben keine muskulären Rückenschmerzen mehr, sondern das sind Rückenschmerzen, die wirklich von den Nerven ausgehen. Das heißt, hier oben wird der Hauptnerv abgeklemmt und strahlt dann komplett durch die Beine durch. Das ist ein sehr schmerzhafter Schmerz. Ein sehr ungemütlicher Schmerz, ist auch dauernd da. Ihr habt dieses Taubheitsgefühl, ist dauernd da, dieser. Das ist immer im Hintergrund da. Das ist auch sowas, was ich in letzter Zeit hatte. Deswegen bin ich jetzt gerade auch auf dieses Thema oder bin ich im Moment verstärkt mit diesem Thema Rücken. Weil ich eben beim Kreuzheben was falsch gemacht habe, habe ich mir was an der Bandscheibe getan. Und wenn diese Bandscheibe dann die Bandscheibe besteht aus einer weichen Schicht innen drin und einer harten äußeren Schicht, also etwas härtere, natürlich auch elastisch. Aber wenn die äußere dann kaputt geht und das Weiche rauskommt, kann es sein, dass diese Substanz auf den Nerv drückt, das heißt auf den Hauptstrang, und das zieht dann hier am Ischiasnerv, deswegen hört ihr immer, ich habe Ischias, bla bla bla, zieht das komplett durchs ganze Bein. Bei mir ist das nicht so schlimm, das ist ganz minimal und ist mittlerweile auch wieder fast weg, also das kann von alleine heilen, muss aber nicht, wenn es ganz schlimm ist, muss operiert werden, aber meiner war nur ganz leicht, übrigens Selbstdiagnose. wenn ihr sowas habt, Ischiasnerv, euch zieht das ins Bein rein, kann es helfen oder kann es sinnvoll sein, ich empfehle es euch, den Doktor aufzusuchen, da mal nachzuhaken, der kann euch vielleicht röntgen, ja, oder euch mal ins MRT schicken oder in die Röhre, ins X-Ray, und dann kann er sich das angucken und sieht, okay, ja, da Bandscheibenvorfall, Bandscheibe drückt ab, muss eventuell operiert werden, wobei man sagen muss, das hilft auch nicht immer, so eine OP. Es kann sein, dass ihr danach mehr Schmerzen habt oder noch mehr Probleme als vorher. Es kann sein, dass sich es von selber löst. Ja, also bei mir löst es sich von selber, da ich aber auch Übungen mache, um dem entsprechend gegenzuwirken oder da unterstützend zu wirken.
Ja, also bei so Sachen, wenn ihr Taubheitsgefühle habt, stechende Schmerzen, das Bein runter, vor allem wenn es da Taubheitsgefühle sind, direkt zum Arzt, weil wenn es zu lange taub ist, also der Nerv zu lange nicht versorgt wird, dann stirbt er irgendwann ab, dann habt ihr gar kein Gefühl mehr da und dann wird es auch unmöglich, nahezu dieses Gefühl wiederherzustellen. Und das ist auf Dauer, ich meine, ihr habt noch 50, 60, 70 Jahre vor euch, macht das nicht, macht da keinen Blödsinn. Passt da bitte auf. Ja, also Red Flag, Taubheitsgefühle, direkt zum Arzt. So, dann gibt es auch noch andere Rückenschmerzen, auf die ich aber jetzt nicht eingehe, weil die dann so ab dem 60. Lebensjahr eintreten, ja. Das sind, das kann alles Mögliche mit den Knochen und so. Darauf gehe ich aber jetzt erstmal überhaupt nicht ein, interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, zum Ersten. Rückenschmerzen, ja, Rückendominant, Hüftregion, okay. Woran kann das liegen? In der heutigen Welt oder in der heutigen Zeit wird viel am PC gearbeitet, viel gesessen. Leute nehmen über längere Zeiten unvorteilhafte Positionen ein. Ja, sie sitzen, sie, weiß ich nicht. Also andauernd überall nur Fehlhaltungen. Und durch diese Fehlhaltungen entstehen eben auch große Disbalancen. Die Leute machen nicht mehr so viel Sport, ja. Man fährt Auto, sitzt den ganzen Tag im Auto, in der Bahn, im Bus, fährt kein Fahrrad mehr, geht nicht zu Fuß. Diese ganzen Sachen führen auf Dauer, man wird schon da reinerzogen, in der Schule sitzt man, zu Disbalancen. Ja? Und wenn man dann auch noch trainiert, kann man sie entweder wegtrainieren oder man trainiert, ohne das zu registrieren und verstärkt sie somit noch. Ja? Und da möchte ich jetzt gerne mit euch drüber reden und das ein bisschen angehen. Wenn ihr euch die Hüfte anguckt, ja, ich blende jetzt hier ein weißes Bild ein, ich hoffe, das ist noch ein Bild. Das ist die Hüftregion, ja. Da habt ihr, wenn ihr euch die Hüfte, ich werde es als Dreieck machen, ja. Und da ist vorne, das heißt, die Person guckt nach da, da ist vorne. Dann habt ihr hier den unteren Rücken, hier die Beinbeugemuskulatur, die oberen, die Hamstrings. Hier vorne habt ihr die Hüftbeuger und hier oben habt ihr die unteren Bauchmuskeln, ja, die eure Hüfte entweder kippen oder also nach vorne kippen oder nach hinten kippen. Ja. Jetzt gibt es zwei hauptsächliche Fehlpositionen. Die eine ist das altbekannte Hohlkreuz, ja, oder wenn ich jetzt mich auf Elliot Hulse beziehe, die Donald Duck Posture, dazu werde ich hier jetzt eine Auflistung machen. Also hier ist das Hohlkreuz, Donald Duck Posture. Posture ist Körperhaltung. Ja. Was ihr da habt, ist eine Verkürzung im unteren Rücken. Das heißt, euer unterer Rücken ist stark, ja, ist zusammengezogen, arbeitet hart. Die Beinbeugemuskulatur ist zu schwach, ist gedehnt, ja. Das heißt, die Hüfte kippt sich leicht nach vorne, der Arsch kommt raus. Was dann noch ist, die Bauchmuskeln sind schwach, ja. Das heißt, wenn die natürlich stark wären, die Bauchmuskeln, würde sich die Hüfte wieder zurückkippen. Ist sie aber nicht. Und die Hüftbeuger sind stark. Das heißt, mein Nachbar fängt an zu bohren. Unter Rücken stark, Hüftbeuger stark, Beinbeuger schwach. Bauch schwach, anterior pelvis tilt, das heißt quasi anteriore Kippung des Beckens, ja, also pelvis ist das Becken, ja, anterior pelvis tilt wäre quasi eine nach vorne Beugung des Beckens. Das ist die Folge und dann habt ihr eben das Hohlkreuz, eine Hyperlordose, ja, umgangssprachlich eben Hohlkreuz. Wäre der Donald Duck, ja. Das zweite wäre der Pink Panther. Beim Pink Panther wisst ihr, der hat einen Rücken und dann geht der Arsch weg. Also kein Arsch, ja. Dieses gerade Rückending, das nennt sich Hypolordose, ja. Oder auch, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Hypolordose, ich glaube, es nennt sich umgangssprachlich. Was hat man umgangssprachlich dafür? Es ist kein Katzenbuckel, es ist unten diese Rundung, ja. Also der hat keinen Arsch mehr, der hat nicht diese leichte Rundung, er hat einfach nur. Das hat irgendwas. Na, ist aber geil. Also, Hypolordose, ihr wisst, was ich meine. Wenn das zack geht, der Arsch fällt direkt weg, unterm Rücken weg. So. Hier, was ist hier der Fall? Der untere Rücken. Sehr schwach.
also sehr lang. Die Beinbeuger sehr stark. Ja. Die Hüftbeuger sehr schwach. Und also im Verhältnis zu den anderen Muskeln. Und die Bauchmuskulatur stark. Das heißt, die Bauchmuskulatur zieht hier vorne an der Hüfte hoch. Hüftbeuger geben nach. Beinbeuger ziehen auch. Zack. Und Rücken gibt nach. Das heißt, ihr habt eine Kippung nach hinten. Ja, eine posterior pelvis tilt. Also eine, wie heißt das auf Deutsch dann? Posteriore Kippung des Beckens. Ja, also quasi eine nach hinten Kippung des Beckens. Was dazu führt, dass eben eure Wirbelsäule so verläuft, zack, und dann quasi unten verschwindet. Ihr habt gar keinen Po. Der steht nie raus, wie beim Donald Duck, der ist aber auch nicht da. Das sind so diese zwei Extremfälle. Pink Panther hier, könnt ihr es euch nochmal angucken. Was ist zu tun? Ja, also dadurch, dass eben diese beim Donald Duck die Rückenmuskulatur so stark arbeitet, so stark ist, ja, die Beinbeuger schwach, kann es eben einfach zu Schmerzen kommen, dadurch, dass diese Muskulatur, dass so viele Tension, ja Spannung in dieser Muskulatur ist, dass es dort einfach zu Schmerzen kommt. Und eben durch diese Disbalancen der Muskulatur kann es eben auch durch verstärkt Fehlhaltung kommen, ne? Also es wird ja verstärkt. Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass Nerven eingeklemmt werden, ja, dass ihr Schmerzen an den Gelenken habt, weil es einfach nicht die natürliche Haltung ist, sondern eben Fehlpositionen, die durch den Alltag hervorgerufen werden. Das heißt, wenn wir da entgegenarbeiten, nehmen wir da die ganze Spannung, diesen Stress aus dieser Hüftregion raus. Und wenn alle vier Apparate, also hier die beiden und da unten die beiden, gleichmäßig arbeiten, beide, also alle vier Apparate gleich stark sind, gleich gedehnt sind, dann haben wir eine super Balance und dann werden auch die Schmerzen weggehen. Wenn sie muskulärer Natur sind, ja, oder eben einfach durch Fehlhaltung entstanden sind, wenn die Fehlhaltung weg ist, wenn die Spannung in der Muskulatur gleichmäßig ist, dann ist alles optimal. Das ist unser Ziel. Wie kann man das machen? Also, als Donald Duck, ihr habt einen starken Rücken, schwache Beinbeuger, Donald Duck, Moment. Starken Rücken, schwache Beinbeuger, schwachen Bauch und starke Hüftbeuger. Was ihr machen könntet, wären erstmal Beinheben. Also, was heißt Beinheben? Macht erstmal Crunches könntet ihr machen, um eure Bauchmuskulatur erstmal zu stärken. Die Hüftbeuger dehnen, ja. Da gibt es Dehnübungen, da könnt ihr in so einem, wenn ihr euer Knie oder wenn ihr euren Fuß hinstellt und dann, ihr kennt das, diesen ganz normalen Ausfallschritt macht und dann hier eine schöne Dehnung ranbekommt, ja, in den Hüftbeugern. Die stretchen, Bauchmuskeln stärken. Gleiches auf der anderen Seite. Rücken ist zu stark, unterer Rücken ist zu stark. Den dehnen und die Beinbeuger stärken. Es gibt zum Beispiel Leute, die gehen dann zu einem Physiotherapeuten mit diesen Rückenschmerzen, ja, haben schon diese Donald Duck Posture und dann sagt der Arzt, ja, wenn du Rückenschmerzen hast, mach einfach mal leichte Hyperextensions, ja. Hyperextensions ist nichts anderes als eine Hyperextension, eine über, das hier nennt man Extension, ja, also nach, ich bin so im englischen Raum, ich kenne die deutschen Begriffe zum Teil gar nicht, also dieses, dass hier von hier nach da geht, mir fällt der deutsche Begriff gerade nicht ein, aber auf jeden Fall empfehlen sie dann genau das, was eben falsch ist. Dass man hyperextendet, ihr seid schon hyperextensiert, also ihr seid schon so krass im Hohlkreuz und dann sollt ihr auch noch mehr unterm Rücken trainieren. Das ist genau falsch. Ja, da lieber mal nachdenken und selber mal gucken, was kann ich machen, woran kann es liegen. Und dann, das ist nämlich zum Beispiel, das war bei mir genau das Gleiche. Ich hatte das an der Bandscheibe und war dann halt auch beim Arzt und so. Und ja, mach erstmal Hyperextensions und so. Und ich habe mir so gedacht, ja, denkst es mal durch und so und ne, also nicht immer alles glauben, klar, Ärzte haben auch Ahnung, aber es gibt eben, sind auch nur Menschen, also gibt, die vertun sich auch manchmal, ne? Lieber mal selber nachdenken. Also, wenn ihr Donald Duck seid, keine Hyperextensions machen, sondern die Beinbeuger trainieren, den Bauch trainieren, Rücken dehnen, Hüfte dehnen und dann kommt das Ganze in Gleichgewicht. Das ist zum Beispiel auch, wenn ihr beim Pink Panther ausgeht, der hat einen langen Rücken und kurze Beinbeuger. Ich habe jetzt langen Rücken, kurze Beinbeuger, kurze Bauchmuskeln, lange Hüftbeuger.
Wenn ihr als Pink Panther zum Beispiel Kreuzheben macht oder Kniebeugen macht und euch wundert, warum unten euer Rücken einrundet. Denkt mal drüber nach. Warum rundet euer Rücken unten rein? Euer Rücken ist total lang, also schwach in dem Sinne, ja. Eure Beinbeuger sind stark, die ziehen den Rücken weg. Und jetzt fragt euch mal, warum der einrundet. Weil euer Rücken zu schwach ist und eure Beinbeuger zu stark. Für euch, wenn ihr unten einrundet, Hüfte nach vorne beugen, Beinbeuger dehnen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr sitzt, sind die Beinbeuger immer verkürzt. Ihr sitzt, Beinbeuger sind verkürzt. Den ganzen Tag sitzt ihr und dann geht ihr ins Training, wollt Kniebeugen machen oder Kreuzheben machen und habt einen Rundrücken. Es liegt einfach dran, weil die Beinbeuger nicht gedehnt sind. Einfach dran arbeiten, einfach nachdenken. Das sind die beiden Positionen. Wenn ihr einer dieser Positionen gehört, hier die verkürzten Muskeln dehnen, die anderen stärken und hier genau das Gleiche. Ja, wenn ihr Pink Panther seid, ja, einen langen Rücken habt, der schwach ist, Beinbeuger sind stark, dann konzentriert euch beim Kreuzheben erstmal darauf, den Rücken wieder stark zu bekommen. Ja, genau das Gleiche gilt für die Hüftbeuger und den Bauch. Wenn ihr der Pink Panther seid, ja, das heißt, wenn eure Hüftbeuger zu schwach sind, dann trainiert sie erstmal und den Bauch erstmal dehnen. Ja, zum Beispiel die Leute, die viel Sixpack trainieren, die den Sixpack haben wollen, das sind meistens auch die nicht richtig Kreuzheben machen, die dann keinen starken Rücken haben. Und dann fangen sie irgendwann damit an und dann ist das immer so, okay, Beine haben sich schon ewig trainiert, Kniebeugen schon ewig gemacht, Kreuzheben noch nie gemacht, Rücken ist schwach, Bauch ist stark. Und dann machen sie Kreuzheben und dann schießt der Arsch hoch und dann wird mit einem Rundrücken gezogen, das ist nicht mehr feierlich. Bevor ihr diese komplexen Übungen macht, wofür man wirklich eine Balance braucht, guckt, dass ihr in einer Balance seid, dehnt euch regelmäßig nach jedem Training, empfehle ich ein Dehnen, auch wenn ihr die Muskeln nicht trainiert habt, ja, dehnt sie trotzdem. Seitdem ich das mache, funktioniert es wieder super gut. Also Leute, Donald Duck, Pink Panther, Disbalancen ausgleichen, die Hüftregion wieder ins Gleichgewicht bringen und so könntet ihr eure Low Back Pains fixen. Okay, also klar, unsere Rückenschmerzen, so könntet ihr sie wegbekommen. Ansonsten, wenn es ein Strahlen ist oder ein Taubheitsgefühl, zum Arzt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bis dahin, Leute, macht's gut. Peace.